Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass eine Taverne fehlt. So, die kriegen ihr's. Da ist ein Besen, das heißt, die kriegen ihr's doch auch. Okay, und damit ist der Streik vorerst wieder reduziert. Du kannst ja auch dein Ding hier holen. Da ist Taverne, ist was drin. Ich sehe es genau. Hol dir den Scheiß. Oh, jetzt ist leer. Und so noch die Gerberei. Wollkleidung 8 von 9. Verdammt. Warum nicht 9 von 9? Dann kann ich das endlich benutzen. Taverne aufrüsten. Na kommt, Jungs. Wunderbar. Besenmacher. Die Holzfällerhütte noch einmal aufrüsten. Ah, da kommt wieder Holz. Sehr gut. Okay, die Metzgerei ist auf 2. Die Bäckerei auch. Da haben wir gleich die 9 Brote. Die Würstchen mache ich, glaube ich, als letztes. Ich speichere nochmal. Über die 1. So. Die Wurst mache ich als letztes, weil dann kann ich die Brote wieder mit benutzen. Neun von 9, wunderbar. Wo bist du? Auf euren Befehl. Ei! So. Die Schwertschmiede muss ich gleich auch noch aufrüsten. Mache ich jetzt, glaube ich, direkt. Ups, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Ein Imker hat keine Bienenstöcke. So. Jawohl. Ein Karren wurde ausgesandt. Alles klar. Alles klar, jetzt können wir nämlich die Wollkleidung mitverwenden. Das hilft uns zumindest ein bisschen. Besenmacher. Nahrung ist... Ah, hier, das haben wir auch. Wunderbar. Ei, auf euren Befehl. Können wir schon mal die Brote wegpacken. Dann können wir die nämlich auch mit benutzen zum Essen. Ein Karren wurde schon ausgesandt. Unterwegs. Brote. Können wir mitverwenden. Gott. Jetzt wird's ein bisschen eng. Taverne. Ach so, jetzt ist hier. Die Kleidung ist im Basislager. Die Kleidung ist im Basislager, das ist schon mal sehr gut. Jetzt wird's hier gerade aber ein bisschen unübersichtlich hier. Wir haben nun ausreichend Brot für die Expedition bereitgestellt. Nahrung haben wir genug. Besen doch eigentlich auch. 2 Besenmacher sollten doch eigentlich reichen. Aha, da kamen gerade einige Besen. Und die Taverne müssen wir, glaube ich, nochmal aufrüsten. Das ist... Noch ein Besenmacher lohnt nicht. Wir haben ja eh nur noch... Wobei, wir haben noch so viel Zeit, ne? 13 Minuten. Schon 2 Sachen gefüllt. Ne? Das läuft doch gar nicht mal so schlecht. Die streiken. Weil sie wieder keine Melodie haben. Euch gebe ich jetzt erstmal ein paar mehr davon, damit ihr anständig sammeln könnt. So. Taverne Level 3, Taverne Level 3. Vielleicht doch noch ein Badehaus, ich habe keine Ahnung. Oder noch eine Taverne. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch einen Besenmacher bauen. Da kommen wir nicht drum herum. Besenmacher müssen wir noch bauen, dass da noch ein bisschen was dazukommt. Dies brauchen wir nämlich für Nahrung und ich muss den Metzger jetzt gleich mal ausschalten. Ich muss die Güter mal reservieren. Dann müssen die jetzt mal zur Bäckerei laufen. Ich hätte eigentlich auch die Kuhfarm gerne noch gebaut, aber ich komme da einfach gerade nicht zu. Es dauert auch einfach viel zu lange, bis die dann da was produzieren. Ich brauche auch gar keine Milch.
Ach Gott, die Bäckerei macht ja gar nicht ewig. Die hat ja nur noch 7. Ja, ich verstehe gerade ein neues Problem. Ich speichere nochmal ab. Okay. Wir müssen vielleicht doch noch eine Kuhfarm bauen, aber nur vielleicht. Ich baue jetzt erstmal nur eine... Ah, wo bleibt Holz? Da kommt Holz. Da kommt noch mehr Holz, sehr gut. Käserei. Einmal eine Käserei. Die Bäckerei brauche ich auch gar nicht weiter aufrüsten, weil die ja sowieso nur noch ein bisschen was macht. So, wir haben noch einen Besenmacher, den lasse ich, glaube ich, auf 1. Gerberei reicht auch. Okay, Käserei, dann können wir jetzt eigentlich, jetzt haben wir genug Holz, die Kuhfarm noch eben bauen. Mit dem Stall da oben dran. So. Dann haben wir das. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen Wurst. 5, 9. Okay, wir haben 9. Ah, geh da hin. Geh da hin, bring die Wurst, können wir es wieder nutzen. So, da haben wir unser erstes Bataillon. Jawohl! Die Wurst. Und jetzt können wir die Nahrung auch wieder verwenden. Das heißt, wir können jetzt unsere Ressourcen alle wieder verwenden. Das ist doch schon mal was. Das haben wir schon mal hinbekommen. Die Schwertschmiede rüste ich nochmal auf, dann klappt das nämlich auch noch ein bisschen schneller. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. So, die Kühe, die müssten da jetzt kommen hier. Wo sind sie? Da sind sie unterwegs. Käserei aufrüsten. Unsere Versorgung mit Wurst ist sichergestellt. So, das passt doch alles. Jetzt muss ich wahrscheinlich nur bis Ende September warten und die 3 Bataillone bis dahin hinbekommen. Dann habe ich den ersten Teil doch schon mal ganz gut gelöst. Das speichere ich doch noch. Ach, habe ich doch gerade gespeichert. Ich speichere nochmal drüber. So, speichere ich nochmal zur Feier des Tages. So, komm, mach. Trinke ich auch in der Zeit mal was. So. Wenn gleich die nächsten Holzlieferungen kommen, können wir wieder ein paar Sachen aufrüsten, die vielleicht noch benötigt werden. Zum Beispiel die Käserei nochmal einen höher bauen. So, und die... Da kommt noch mehr Holz. Taverne. Ich glaube, ich baue doch nochmal hier ein Badehaus. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, das muss sein, so ein Badehaus. So. Ich habe irgendwie gelesen, dass man bei die Siedler 8 dann irgendwie bis zu, keine Ahnung, 13 Gebäude miteinander verketten kann und so eine Baustrecke bauen, so wie man es früher kannte. Ne? Ich nehme mein Holz und bringe das zum Sägewerk und im Sägewerk wird das dann zu Brettern und mit den Brettern kann ich Gebäude bauen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine einfache Kette. In die Siedler 8 soll man bis zu 18 Stück da irgendwie miteinander, bis zu 13 Stück miteinander verketten können. Bin auch mal gespannt, wie das ausgeht. Bei mir besonders. Ich hoffe, die können da durchgehen. Weil der ist jetzt gerade einmal außen rum gelaufen. Das wäre nämlich dann blöd platziert, ne? Wie sieht das hier aus? Da ist wieder ein Bataillon. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Habe ich dann 3? Ne, 2. Okay. Gucken wir mal. Ne. Einmal außen rum oder was? Ja, kann ich das wieder wegmachen. Dann lohnt das da ja gar nicht. Dann kann ich das eher hier hinbauen oder hier. Oder einfach sein lassen. Einfach sein lassen ist, glaube ich, die beste Alternative. Ich baue hier eine Taverne noch hin. Käsemetzgerei, Räucherei. Die sollte ich vielleicht auch nochmal aufrüsten.
dritte Einheit. Ah ja, okay. Wir haben auf jeden Fall die 6 Waffen. Dann haben wir alles zusammenbekommen. Das ist doch sehr schön. Kann ich auch auf zweifache Geschwindigkeit stellen. Stabilisiere ich jetzt trotzdem nochmal die Wirtschaft für den Fall, dass wir das hier nochmal brauchen werden. Jawohl! Ei! Schon unterwegs! Wer weiß das schon? Ich zumindest noch nicht. Einige von euch wahrscheinlich ja, aber ich weiß es noch nicht. Also Essen habe ich genug, verhungern sollte hier gar keiner. Unsere Eskorte steht bereit. So. Sehr gut, sobald das Wasser des Flusses gefriert, kann die Expedition losgehen. Da sollen wir hin. Okay. Sofort. Sehr gut. Wie gesagt, ich halte hier die Wirtschaft auf jeden Fall am Laufen. Für den Fall, dass wir sie noch brauchen. Vielleicht brauchen wir ja hier noch die ganzen unteren Gebiete oder so. Vielleicht ist es auch eine Alternativlösung, die man nehmen kann. Keine Ahnung. Ich habe jetzt darauf gebaut, dass man ganz schnell diese Expedition machen kann. Den baue ich noch aus. Kriegt er noch hier so ein Dingen? Kann ich auch hier hinbauen. So. So, wann gefriert der Fluss? Im September war das, ne? Okay. Naja, du hast kein Eisen mehr, das ist mir klar. Gerberei, ja. Die Käserei ist auch auf Maximum. Du hast kein Korn mehr. Ich könnte ja einfach mal, für den Fall, dass wir es nochmal brauchen, hier irgendwo, hier ist glaube ich gut, nochmal ein paar Felder bauen. Was? Ich kann hier keine Felder bauen? Doch, da kann ich ein Feld bauen. Kann ich kein Feld bauen? Was ist denn hier los? Da noch eins hin und da drüber noch eins. Auch nicht. Pff, ja gut, dann hast du halt zwei Felder, machst ein bisschen Korn. Ich hab keine Ahnung. Können wir da? Da kann auch noch eins hin. Weite Wege, aber naja. Komm. Ach, da ist auch wieder Holz. Können wir das direkt einmal aufrüsten. Die Taverne ist, der Besenmacher ist. Also Besen haben wir jetzt genug, das ist gesichert. Tavernen brauchen mehr von dem Bienenzeugs. Hm. Naja. Gucken wir mal. Müsste doch jetzt gleich September sein, oder? Ja, springen wir mal ein bisschen vor. Okay. So, wie sieht's aus? So. Jetzt sind wir ganz kurz vorm September. Jetzt haben wir September. Vielleicht nochmal einen Imker hier dazu bauen. Mit ein paar von den Dingern. Ich weiß ja nicht, ob das noch irgendwas bringt. Ich baue es einfach mal. Hey, was war das denn? Ich wollte das eigentlich so haben. Och nö, die Folge ist schon vorbei. Ach, so ein Mist aber auch. Aber hey, du kannst ja auf jeden Fall auf die Playlist drücken und dann siehst du, ob die neueste Folge schon längst da ist oder du drückst den Abonnieren-Knopf, denn falls die neueste Folge nicht da ist, möchtest du bestimmt informiert werden, sobald die neueste Folge auf dem Kanal erscheint.
Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich dafür, dass du eingeschaltet hast und dir das Video angesehen hast. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt, Feedback gibst und sagst, was ich besser machen könnte oder eben auch gut gemacht habe. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich riesig freuen. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut!